Faccio ma po'. Che pezza. Listen. O soleil. Ci mette il momo che o soleil. Heute sind wir zu Gast bei der Firma Solar 23 und wir wollen Herrn Rach als Fachmann für Solarenergie ein paar Fragen im Rahmen unseres Multimedia-Projekts stellen. Was versteht man unter dem Begriff Solarenergie? Ja, Solarenergie ist die Summe der gesamten solaren Strahlung, die die Erde erreicht. Und das sind ungefähr in einem Jahr erreicht so viel Solarstrahlung und den Planeten, wie man, also 2500 Mal mehr Solarstrahlung als der jährliche Weltenergieverbrauch. Wie stellt man denn Photovoltaikzellen her? Photovoltaik vom Begriff her bedeutet die direkte Umwandlung von Sonnenstrahlung in Strom. Und die Photovoltaikzellen stellt man größtenteils aus Silizium her. Silizium ist das siebthäufigste Element der Erde, also somit auch genügend vorhanden und kommt vor allem in Steinen, in Quarz und in Sand vor. Ich habe hier mal so ein reines Siliziummetall mitgebracht, schon in eine Scheibe. Ja, so sieht es praktisch aus, ein silbernes Metall. 99,9% Silizium. Ich fasse es auch an, ist also auch nicht toxisch. Stimmt es, dass für die Herstellung einer Photovoltaikzelle mehr Energie verbraucht wird, als wieder gewonnen wird? Nee, das ist definitiv nicht wahr. Heutzutage, aufgrund der doch verbesserten Wirkungsgrade bei den Herstellungsverfahren, kann man davon ausgehen, je nach Standort des Solarmoduls, braucht ein Solarmodul zwischen 1 und 2 Jahren, damit es die Energie produziert hat, die es für die Herstellung benutzt hat. Wie effizient ist Solarenergie gegenüber anderen erneuerbaren Energien? Tja, effizient, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, ist es relativ. Ja. Wenn ich mal so ganz frech zurückfragen darf, wie effizient ist denn Ihre Ölheizung? Wie lange brauchen 2000 Liter Öl, um hergestellt zu werden, damit man das wieder verbrauchen kann? 2 Milliarden Jahre? Sehr gute Gegenfrage. Aber ich möchte Ihnen das auch noch beantworten. Wie effizient ist denn Solarenergie gegenüber anderen erneuerbaren Energien? Wenn man das jetzt auf die Photovoltaik beschränkt, die Solarenergie, würde eine Fläche von 3000 Quadratmetern in der Wüste ausreichen, um den kompletten Weltenergiebedarf zu decken. Also durchaus eine doch überschaubare Fläche, die nur einen Bruchteil der Wüste belegen würde, die wir derzeit kennen, um die Welt mit sauberem Solarstrom zu versorgen. Für wen lohnt sich denn eine Photovoltaikanlage? Das ist auch wieder eine politische Frage. Ja. Also für jeden auf jeden Fall lohnt sich eine Solaranlage. Ich denke, die Bundesregierung hat mit dem Erneuerbaren Energiengesetz 2009 ein klares Ziel formuliert. Das bedeutet 30% Anteil erneuerbarer Energien an der deutschen Stromproduktion bis zum Jahr 2020. Und wenn das jetzt jede Gemeinde, jeder Bürger befolgt, sollte auch jeder Bürger in eine Photovoltaikanlage oder in eine Windkraftanlage investieren. Heutzutage lohnt sich für jeden Privatmann die Investition in ein Solarsystem, weil er den Strom verkaufen kann an das öffentliche Netz. Und nach ca. 12 Jahren macht sich dann diese Solaranlage bezahlt. Wo nutzt man denn Photovoltaik? Also bei uns in Deutschland nutzt man natürlich Photovoltaik, vor allem auf Hausdächern, fürs Einfamilienhaus, auch für die Landwirtschaft. Dann kommen eher die größeren Anlagen, das sehen Sie, wenn Sie dann im Allgäu oft unterwegs sind. Bei Industriebetrieben auch, die große Dachflächen zur Verfügung haben und auch jetzt ganz neu sogenannte Freiflächenanlagen. Das heißt stillgelegte Ackerflächen, die man mit Photovoltaikzellen bedecken kann
und dann wirklich große Anlagen bauen kann. In Deutschland haben wir, glaube ich, derzeit ist die derzeit größte Solaranlage der Welt im Bau, mit 70 Megawatt Leistung. In Afrika nutzt man die Solarenergie ein bisschen anders. Da habe ich Ihnen auch einen Film übergeben, den Sie vielleicht auch anschauen können. Ja. Dort, wo noch kein Stromnetz ist, wie bei uns, kann man sogenannte autarke Solaranlagen aufbauen. Das sind netzunabhängige Solaranlagen, die eine unabhängige Stromversorgung garantieren. Und zwar für verschiedene Anwendungen. Für ein typisches Dorf, das noch keinen Strom hat, für Telekom-Übertragungsstationen oder auch für Wasserpumpen. Interessant. Warum haben Sie sich auf Solarenergie spezialisiert? Tja, wie man unschwer erkennen kann, ich bin jetzt in der Zwischenzeit 40 Jahre alt, ne? Und wenn ich ein bisschen in meine Schulzeit zurückdenke, das war so in den 80er Jahren, da war Tschernobyl 1984, wenn ich mich richtig erinnere kann, dann war auch noch das Waldsterben ein ganz großes Thema, und zwar insbesondere im Schwarzwald, dass viele Tannen gestorben sind aufgrund des sauren Regens. Und ich da hochmotiviert war, gegen die Umweltverschmutzung was zu tun, und habe damals auch viele Artikel gelesen über Solarenergie und über die Technologie Photovoltaik, die wirklich dazu beitragen kann, einen sauberen Strom zu produzieren und auch letztendlich Strom zu erzeugen für Autos, die hoffentlich irgendwann mal mit Strom fahren werden. Und dann habe ich auch meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf gemacht. Sehen Sie in Ihrer Branche auch weiterhin ein großes Wachstum? Ein Wachstum sehe ich natürlich, klar. Auch dieses Jahr hat uns auch die Krise erwischt, ja, mit Stagnation. Ich denke, das ist deutschlandweit, kann man das schon so sagen. Aber das Wachstum ist ja auch in den letzten, sage ich mal, 15 Jahren hatten wir immer ein Durchschnittswachstum von 20% pro Jahr, also riesengroß. In Deutschland ist es in der Zwischenzeit so, dass fast 2% des Strombedarfs mit der Photovoltaik gedeckt wird, also schon ganz schön erheblich. Und wir weiterhin wachsen können. Ich denke, sage ich mal, wir sollten anpeilen, dass wir in Deutschland 30% des Stroms mit Photovoltaik decken können. Also da können wir noch einige Solaranlagen bauen in den nächsten 20 Jahren. Aber auch dieser Markt wird natürlich irgendwann mal, sei es in 20 Jahren, sei es in 40 Jahren, auch wieder dann stagnieren. Aber bis dahin werden wir weiterhin ein sehr großes Wachstum erleben im Bereich erneuerbarer Energien. Dankeschön für Ihr Interview und für die interessanten Themen, die wir heute angesprochen haben. Danke. Dankeschön. Au soleil, tu m'as tellement manqué, au soleil, j'attends que tu sois réveillé, au soleil, tu m'as tellement manqué, j'attends que tu sois levé, j'attends que tu sois réveillé, au soleil, tu m'as tellement manqué, au soleil, j'attends que tu sois réveillé, au soleil, tu m'as tellement manqué, j'attends que tu sois levé.